Aktuell ist einfach der Wurm drin. 84. Spielminute, der die Niederlage besiegelnde Gegentreffer. Dabei waren unsere Astorstädter gut drauf beim Titelaspiranten aus Ulm. Cheftrainer Matthias Born bot beispielsweise Neuzugang Max Müller erstmals in der Innenverteidigung auf. Das soll für mehr defensive Stabilität sorgen, doch davon war zu Beginn nichts zu erkennen. So sind es die Hausherren, die nach 5 Minuten das erste Mal sehenswert vor den Kasten von Jürgen Renner auftauchen. Und auch eine Zeigerumdrehung später drücken die Favoriten aufs Gaspedal und sind brandgefährlich im Abschluss. Dieser Kopfball verfehlt sein Ziel nur knapp. Anschließend bekommen unsere Jungs das Spiel besser in den Griff und wagen auch die ersten eigenen Schritte nach vorne. Christopher Hellmann steckt den Ball hier sauber durch auf Benny Hofmann. Was eine Chance, verzieht am Ende dann aber zu arg. Die Spatzen tun sich jetzt schwer, hier offensiv Akzente zu setzen, sind wenn dann über Standards gefährlich. Renner taucht unter dem Ball weg, Adrian Morina hat den Kopf nicht richtig justiert. Glück für die Born-Elf. Die beste Möglichkeit im ersten Abschnitt hat aber unser FC Astoria. Tim Krupp sieht da die Lücke für den toll einlaufenden Nikolai Groß. Ortag pariert. Das hätte die Führung vor dem Pausenpfiff bedeuten können. So bleibt es aber beim 0:0 zur Pause, mit dem man sicher leben könnte in Walldorf. Aber eben nicht in Ulm. So kommen die Hausherren sehr dominant aus der Kabine, haben einige Kopfballgelegenheiten, bis es zu dieser Szene kommt. Müller reklamiert, ich hab doch den Ball gespielt. Ganz können wir das hier in der Slow Motion aber nicht auflösen. Es gibt auf jeden Fall den Strafstoß. Johannes Reichert versus Jürgen Renner heißt das Duell. Renner hält! Was ein sicherer Rückhalt für unser Team. Ist es nicht das erste Mal, dass Jürgen unserem FCA den Rücken frei hält? Doch die Ulmer geben hier nicht auf, wollen unbedingt die 3 Punkte. Und Walldorf hat Mühe und Not, sich dagegen zu stemmen. Wieder ein Hochkaräter für den SSV. Das kann so nicht lange gut gehen. Und wie bereits anfangs gezeigt, machen die Spatzen dann in der 84. das Führungstor durch Nicolas Jan. Steht da zur richtigen Zeit am richtigen Ort und kann ungehindert einschieben. So bleiben die 3 Punkte in Ulm und man muss sich weiter mit dem 17. Tabellenplatz anfreunden. Weiter geht's dann für die Born-Elf am Freitag gegen Hoffenheim 2. Ja, unheimlich spätere Niederlage heute, ja, kurz vor Schluss, 5 Minuten vor Schluss hier mit 1:0 zu verlieren. Ist natürlich sehr bitter, gerade doch ja, in der Schlussphase dann auch noch wir selbst mit einer Situation im 16er, wo ja, strittig ist, ob es ein Elfmeter für uns ist, ja oder nein. Wurde gegen uns entschieden, müssen wir so akzeptieren, aber ja, momentan haben wir in den entscheidenden Situationen nicht das nötige Glück. Wir hatten auch erste Halbzeit die beste Chance in der ersten Halbzeit auch mit einem Freilauf, wo wir nicht machen. Und ja, so stehen wir da momentan, wo wir gerade stehen, auch mit leeren Händen. Ja.